So, liebe Leutchen, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Heute am 10. Dezember gibt's endlich das 10. Türchen und wir springen in das neue Jahrtausend. Ja, und das Jahr 2000 bringt eine ganze Armada von richtigen Top-Games mit sich. Also, los geht's! Baldur's Gate 2 ist wohl eines der besten Rollenspiele ever und da gibt's mittlerweile sogar eine Enhanced Edition. Das heißt, das Spiel wurde nochmal neu aufgelegt, hat einen neuen frischen Lack bekommen und man kann es auch auf aktuellen Betriebssystemen ohne große Probleme spielen. Und was sehr auffällig ist, dass dieses Konzept der Spiele wieder aufgegriffen wird von vielen tollen aktuellen Rollenspielen, zum Beispiel Pillars of Eternity, aber auch Divinity Original Sins, fühlen sich an wie Baldur's Gate 2 damals. Sehr interessant. Wer es im Jahre 2000 etwas actionlastiger wollte, der hat sich im Internetcafé getroffen und hat Diablo 2 und Counter-Strike 1.6 gespielt. Warum haben wir das nicht von zu Hause aus gemacht, kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Die Bandbreite meines Internetzugangs hat gerade mal für Napster und ein paar MP3s gereicht. Das hat aber auch Spaß gemacht, ständig neue Lieder runterzuladen. Wie gesagt, Diablo 2, Counter-Strike 1.6 im Internetcafé, das waren glorreiche Zeiten. Obwohl ich ja Unreal Tournament und Quake 3 überhaupt nicht mochte, weil mir das zu schnell ging, habe ich irgendwie den Reiz an Counter-Strike damals gefunden und wir haben das echt fleißig gespielt. Es ist auch nicht ganz so schnell, ne, von dem Spielablauf wie die anderen beiden Titel. War sehr geil. Was haben wir noch gespielt bei Kumpel zu Hause? Gran Turismo 2, ganz heiß. Ich hatte ja selber keine Konsole, deswegen haben wir uns immer bei einem Kumpel eingeschlossen. Gran Turismo 2, das war ein Ding, hat ebenfalls richtig viel Laune gemacht. Aber ein Spiel muss man eigentlich herausheben. Ich fand es jetzt nicht das beste Spiel des Jahres, aber es hat damals so perfekt gepasst zu der Zeit. Es kam nämlich 2000 auch die erste Staffel von Big Brother raus und dann gab es die Sims. Das war fast 1:1. Man konnte den Leuten ständig beim Kacken zuschauen und das war einfach unglaublich. Das war was Neues. Heutzutage ist es normal mit den ganzen Social Networks etc. Da ist das nichts Neues mehr. Wie gesagt, die Sims hat ebenfalls viel Spaß gemacht und man hat eine ganze Menge ausprobiert. Das war mein Spielejahr 2000. Morgen geht's weiter, da gucke ich kurz rein. Da gibt's auch wieder tolle Spielchen und ich wünsche euch bis dahin frohe Weihnachten und ja, bis morgen. Bis dann, euer Bergi. Ciao, ciao.